Hochzeitsmesse online mit neuem Videotool für virtuelle Messen. Und so einfach geht es. Beim Öffnen des Tools wird man gebeten, ein Selfie am PC oder Laptop zu machen, einmal lächeln und das ist dann dein persönlicher Avatar oder Profilbild. Der Avatar ist notwendig, um sich im virtuellen Raum zu bewegen. Als regelmäßiger Nutzer lässt sich der Avatar individuell gestalten. Auf der Messe gibt es unterschiedliche Räume. Nun den eigenen Avatar mit der Maus anfassen und auf den Aussteller bewegen. Wer in diesem Kreis ist oder ihm beitritt, der sieht sich per Webcam. Sobald die Kamera aktiviert ist und das Mikrofon eingeschaltet ist, kann man direkt in umfangreicherer Weise anfangen zu kommunizieren, wie bei Zoom, GoMeeting und so weiter. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier haben wir die Brautmutter Silke und den Bräutigam Enea. So kann man wunderbar erklären, wie dieses Tool funktioniert. Darf ich euch noch mal einmal bitten, vielleicht Enea, wenn du noch einmal den Kreis wieder verlässt. Aha. Zack, und dann sieht man direkt, die Kachel ist zu Ende und sobald er wieder dabei ist, lässt sich wieder mit allen kommunizieren. Wir können sehen und so haben wir total klasse Möglichkeiten, mit dem Tool unterschiedlichste Sachen zu zeigen. Man kann frei entscheiden, wie groß die Gruppe ist, die dann letztendlich zusammenkommt. Jetzt gehen wir noch mal einmal, ich bewege mich mal raus und dann folgt ihr mir einfach. Das ist also auch unabhängig von dem Raum. Wir sind da jetzt im Brautpaar-Talk, aber wenn ich jetzt woanders hingehe, das lässt sich also auf jedem Fleck dieser Karte machen. Ich gehe raus und ihr folgt mir dann noch einmal. Zack. Ja, es ist erst etwas gewöhnungsbedürftig, das Führen des Avatars, aber es klappt. Und je mehr man damit arbeitet, macht sogar ein bisschen Spaß. Ich denke mal, das ist, um den Effekt zu zeigen, so schon mal gut gewesen. Was mir gut gefällt, ist, dass man sieht, in welchem Raum man sich aufhält. Also, ob ich in der Live-Lounge bin, im Brautpaar-Talk oder beim Aussteller-Talk, das gibt mir Orientierung und ich sehe einfach, dass ich mich bewegen kann. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Wir sind im ersten Kreis und hier sieht man, dass gleichzeitig im zweiten Kreis Aussteller oder Besucher parallel miteinander sprechen. Hier kann man seinen Gesprächskreis auf privat stellen und dann hat kein anderer mehr einen Zugang zu diesem Gesprächskreis. Hier links wird es auch extra nochmal eingeblendet, damit man sieht, dass man jetzt vor Mithörern geschützt ist. Anwendungsbereich zum Beispiel: Während der Bräutigam mit der Braut die Details beim DJ bespricht, könnte die Mutter bei mir zum Beispiel Tauben und Ballons buchen, um das Brautpaar zu überraschen. Damit der Bräutigam nicht aus Versehen sich zu uns gesellt, gehen wir auf den Privatmodus und schon kann man alle Dinge in Ruhe absprechen, ohne dass irgendjemand anders dazukommen könnte und es mithören kann. Sobald man fertig ist, öffnet man wieder und schon kann man wieder mit jedem in gewünschter Form kommunizieren. Hier lassen sich Mikrofon und Kamera ein- und ausschalten. Wenn man hier draufklickt, öffnet sich ein Chatraum und da kann man entscheiden, ob der innerhalb des Kreises angezeigt wird, ob er privat ist oder ob er für jeden auf der Messe sichtbar ist. Wenn man auf das Zahnrad klickt, hat man die Möglichkeit, seinen Namen zu korrigieren oder auch das komplette Profilbild nochmal wieder neu anzupassen. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, dieses Tool bei uns auf der Messe zu benutzen und auszuprobieren. Und für alle anderen wünsche ich viel Erfolg auf allen Formen von Messen, wo dieses tolle Tool eingesetzt wird. Bis später! Bitte haben Sie Verständnis, dass wir innerhalb dieses Tools nicht immer alle anwesend sind, aber zu den ausgewiesenen Zeiten sind sehr viele Aussteller über dieses Tool dann kontaktfähig. Bis später. Ciao.
Danke.